Dumme Kommentare können tödlich sein. Für Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihr Gehirn. Vielen Dank. Hey Leute und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog hier, kleinem Info-Vlog. Was so im Moment los ist, als allererstes, meine Kamera ist hin, das Display ist hin, heißt, ich kann keine Musikvideos mehr so aufnehmen, beziehungsweise es dauert seine Zeit. Außerdem will ich mich steigern, was die Qualität meiner Videos angeht. Ihr habt es beim Die Welt von Morgen Video schon gesehen, ich habe mich um so einiges verbessert. Und es braucht Zeit und ich will auch wirklich nur Videos dann machen, wenn ich Lust drauf habe auf ein Video. Und ja, im Moment habe ich nicht so die Lust und auch nicht so die Zeit dafür, für neuere Videos, aber sie werden kommen, neuere Musikvideos. Da wir schon dabei sind, weswegen ich nicht so viel Zeit habe, denn es geht um eine Tour, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, für die Leute, die noch nicht auf irgendwelchen Social-Media-Seiten von mir waren, sei es die Webseite, sei es Facebook, sei es Twitter, sei es YouNow. Denn ich gehe im Mai und wahrscheinlich auch im Juni auf eine kleine Tour. Dies ist gekoppelt mit den Montagsmahnwachen. Auf der in Hannover war ich ja schon so einige Male. Und ja, wo komme ich denn eigentlich überall hin? Fest steht, dass ich am 2. Mai nach Hamburg komme. Im Norden. Dann geht's die Woche darauf, der 9. Mai, komme ich zu euch da nach Braunschweig. Und eigentlich war Uelzen, ja Handy, eigentlich war Uelzen noch geplant, aber dies fällt ins Wasser. Von da aus habe ich die Facebook-Community gefragt, wo ich denn hinkommen soll. Unter anderem wurde Berlin und Osnabrück genannt. Und da bin ich jetzt, habe ich die Leute von den Mahnwachen dort angeschrieben. Ich habe noch bisher keine Rückmeldung erhalten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme dieses Videos. Von da aus werde ich euch dann noch informieren über die Social Media Seiten, ob das klappt und wann das ist. Auf der Tour könnt ihr natürlich auch CDs gegen eine kleine Spende bekommen. Es ist egal, ob ihr 1 Euro gebt oder 5 Euro oder 10, je nachdem, was euch die Musik wert ist. Und ich zeige euch jetzt, was ihr dort holen könnt. Erst einmal könnt ihr euch holen die zweite Auflage der 6. Oktober EP. Dort findet ihr drauf die 2012er Version, die 2015er Version. Dann ist da noch drauf eine Live-Version und natürlich auch ein Remix. Dann von 4 Sterne Deluxe habt ihr hier die Unbequem Fernsehen EP, auch schön in so einer etwas dickeren Hülle. Dann das aktuelle 4 Sterne Deluxe Album Owns kommt dazu und natürlich auch mein aktuelles Album Last Step habe ich dabei. Außerdem habe ich noch ein paar Restbestände vom Best of DJ K dabei und ein paar Vermächtnisse der RST. Ja, diese Sachen könnt ihr dort gegen eine kleine Spende
erwerben. Und ja. Kommen wir jetzt mal kurz zu anderen Mitgliedern, beziehungsweise zu ehemaligen Mitgliedern. DJ Moskwil hat seine erste EP rausgebracht. Den Download-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wer die EP sich holen will. Und ja, ist ganz nett geworden. Zur Toy-Toy-EP, ich mache da eine kleine Aktion mit euch, denn ich brauche dafür ein Cover. Und die beste Einsendung von euch wird das neue Cover. Und das zweitbeste, das kriegt die Rückseite, wo dann halt die Titel drauf sind. Dies wird natürlich eine Combo-EP, also wie als Download angekündigt, wie damals als Download, wird mit Schalten Sie mal wieder ab wahrscheinlich auch noch drauf sein. Und ja, darauf befindet sich dann natürlich Toto und Schalten Sie mal wieder ab in verschiedenen Versionen. Und ja, eure Einsendung an vsdeluxe@gmx.de mit dem Betreff CD-Cover. Alles nochmal zum Nachlesen unten in der Videobeschreibung. Also dann, das war's jetzt mit diesem Infovideo. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei irgendeinem Song oder bei einem Infovideo. Oder wir sehen uns live wieder die Station, wo ich hinkomme, auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also dann, tschüss, haut rein, Leute, wir sehen uns.